Fahnen schwenken, winken und lächeln. Eine typische 1. Mai-Feier der SPÖ am Wiener Rathausplatz. Doch unter der Oberfläche brodelt es gewaltig. Schuld daran ist der Konflikt in der Wiener Landespartei. Von Langzeitbürgermeister Michael Häupl im Vorfeld mühsam unter dem Deckel gehalten, bricht die Feindseligkeit zwischen den verschiedenen Lagern in der SPÖ beim Parteitag am Samstag offen aus. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen zwei Fragen. Erstens, wer soll Häupl nachfolgen? Und zweitens, wie soll die SPÖ es künftig mit der Option Rot-Blau halten? Es ist ein Konflikt Linke gegen Rechte in der SPÖ, auch wenn der Wiener Bürgermeister das kleinreden will. Das Gefasel vom rechten und vom linken Flügel in der Wiener Organisation ist inhaltlich definierter Unsinn. Das muss man einfach sagen, ich kenne in der Wiener SPÖ nur ganz wenige, die so etwas tatsächlich in Erwägung ziehen oder ja, Diskussionsbereitschaft über dieses Thema signalisieren. Das war es aber auch schon, also so gesehen. Das hat nicht wirklich so inhaltliche Gründe. Ja, da gibt es, wo Menschen sind Menschen, so gibt es halt persönliche Gründe dafür. Aber das sollte man alles hinter anstellen, wir haben wirklich was anderes zu tun. Das sehen nicht alle in der Partei so. Am Parteitag wird einerseits sowohl Häupl auf nur 77% Zustimmung zusammengestrichen, auch Finanzstadträtin Renate Brauner kommt nur auf 67%. Andererseits werden auch aus dem Rebellenlager Protagonisten abgestraft. Stadtrat Michael Ludwig mit 67% und der Simmeringer Parteichef Harald Troch mit 65%. Es war offener Hass, Raunen Insider, mit dem Ergebnis, dass die Partei insgesamt schwer angeschlagen in die Zukunft wankt, ohne auch nur eine Weichenstellung getroffen zu haben. Michael Häupl bleibt dabei. Er will Kanzler Christian Kern bei der Nationalratswahl helfen und erst dann das Feld räumen. Der Kanzler versucht bei seiner Rede am 1. Mai an die Einigkeit in der SPÖ zu appellieren. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine Frage des Respekts vor euch, die unsere Bewegung, unsere stolze Bewegung repräsentiert, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht anfangen, gegenseitig zu besichtigen. Wir sind so weit gekommen, wir sind einen so langen gemeinsamen Weg gegangen. Wir lassen uns nicht zerstören, was wir erreicht haben gemeinsam. Und es war... Und es war immer so. Wir haben nicht immer leichte Zeichen gehabt. Diese Partei ist durch schwere Krisen gegangen. Aber wir haben die gemeistert. Und wir haben sie immer dann gemeistert, wenn wir zusammengestanden sind. Das ist das, was ihr euch von uns erwarten dürft. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Vielleicht ein frommer Wunsch, denn die Wiener Streithanseln sind offenbar nicht mehr so leicht zu beruhigen. Die sogenannten Rechten mit dem Bundesbürgermeister Michael Ludwig als Speerspitze überlegen sich bereits ein Crash-Szenario, das in einem Bruch von Rot-Grün in Wien und einer Kampfabstimmung um die SPÖ-Wien-Spitze münden könnte. Die Bundespartei und Kanzler Kern sind alarmiert, denn sie brauchen eine starke Wiener Landesgruppe, um einen SPÖ-Wahlsieg bei den kommenden Nationalratswahlen möglich zu machen. Immer öfter wird daher von einem Kandidaten von außen als Häupl-Nachfolge geredet, beispielsweise von Brigitte Ederer oder Ex-ORF-Chef Gerhard Zeidler. Die Zeit drängt für die SPÖ, denn ohne rotes Wien gibt es auch kein rotes Kanzleramt.